Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Plants vs. Zombies 2, It's About Time, und wir kommen langsam den näher zu, denn heute geht's los mit Level 25 bis 28. Und ich bin froh, wenn die Welt vorbei ist. Denn Level 28 wird ziemlich spaßig, das kann ich euch jetzt schon sagen, da habe ich noch meine schlimme Erinnerung. Aber lasst uns erstmal mit Level 25 bis 26, ja 26 bis 28, habe ich vorhin 25, naja. Ein Nüsschen kommt schon und wieder ein Nüsschen, naja. Mal sehen, was das Level auf uns zu hat. Und noch ein Nüsschen, oh Gott, die kommt schon mal weg. Banane! Banane, 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 Banane. Der Zombie darf mal ein bisschen vorkommen, bevor ich den Platz mache, weil dann kommen die anderen Zombies erst später. Okay, dann mache ich den jetzt schon mal platt. Nüsschen, 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 gib mir mal ein Seerosenblatt, damit ich den Nüsschen überhaupt aufsetzen kann. Mal gucken, wie viel Ingame-Money ich heute wieder ausgebe. Ich hoffe, es wird ein bisschen besser als jetzt. Schon 4 Bananen haben wir. Das geht schnell. Und immer noch kein Seerosenblatt. Man braucht sich nur zu besperren, dann kommt das Seerosenblättchen auch schon. Das dritte Nüsschen ist jetzt bereit. Und hier kommt Bamama. Die mit den Helmen brauchen 2 Versuche, bis die down sind. Beim ersten Banana geht nämlich zuerst der Helm down und dann der Zombie. Noch eine Banane. Und die Taucher sind davon nicht geschützt. Das ist doch klasse, wenn die Taucher nicht davon geschützt sind. Total nicht geschützt. Dann sehen wir mal, dann sehen wir mal. Die Surfer-Zombies haben auch keine Chance gegen uns. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also hören wir jetzt mal etwas der Hintergrundmusik zu. Oh, da kommt Dünger, da kommt Dünger, da kommt Dünger. Aber es kommt jetzt schon, ich brauche den Dünger. Dünger, 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 Dünger. So. Und da habe ich meinen Dünger. Ups, Kopfhörer schon wieder rausgefallen. Deswegen kompliziere ich es hier auf dem. Aber per Computer mit dem Audio und dann nochmal hier mit dem Helm, dem Ingame-Sound mit meiner Stimme nochmal, muss ich hinterher noch extra schneiden. Tja, wird spaßig. Aber ein User hat sich schon per Privatnachricht beschwert, weil kein Ingame-Sound da war die ganze Zeit. Tja. Tja, tja. Darüber kann ich reden über Beschwerden und Privatnachrichten. Habt ihr Beschwerden hier? Wollt ihr Ingame-Sound? Wollt ihr keinen Ingame-Sound? Wollt ihr Kommentare? Wollt ihr keinen Kommentare? Ha? Das könnte auch zu Walkthrough werden. Keine Stimme, keine Stimme. Wenn ihr es wollt. Bin momentan immer noch ein bisschen krank. Hört man vielleicht ein bisschen noch. Ich habe vorhin Tabletten genommen, gegen Husten. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Och nö, die Gargantua ist schon wieder. Ich mach die Gargantua nicht. Tja. Die Gargantua sind aber auch schnell, ja, mit 3-4 Bananen. Die Banane ist stark. Stark, stark, stark. Da habe ich gerade eine Banane verschwendet. Ah, ist ja nicht so schlimm. Halb so schlimm, halb so schlimm, halb so schlimm, halb so schlimm, halb so schlimm. Dann sehen wir mal, was die Zombies noch so auf unserer Flagge haben. Ups, Kopfhörer ist schon wieder rausgefallen. Hallo.
So. Ziel abschließen. Überlebe den Zombieangriff, die Meisterschaftspunkte für dich. Ausgewählt. Ich hab so schnell weggeklickt. Toll, toll. Wenn man so schnell wegklickt. Aber zuerst gehe ich in den Seengarten und hole mir mal eine Düngerpflanze. Wozu sind sie da, wenn man sie nicht verwendet, ne? Ich stelle das Mikro jetzt mal ein bisschen näher an meinen Mund. Vielleicht ist meine Stimme dann noch ein bisschen lauter, damit ich nicht so laut sprechen muss wegen meiner Erkältung. Sehen wir mal. Also den Ton jetzt ein bisschen leiser stellen, weil das wird jetzt ein bisschen laut. Weil ich es jetzt ganz ziemlich nah habe. Aber kann ich ja später nochmal ein bisschen leiser machen. Das wird dann Spaß, aber wir denken auf Pflanzen, wird das bestimmt easy going. Da kommt jetzt erstmal natürlich die Doppelsonnenblume. Und auch sehen wir mal, ob wir es dafür schaffen oder nicht. Sehen wir mal. Das kann heiter werden, das kann ich euch sagen. Aber im Sommer kannst du erstmal nicht langsam pflanzen laufen, damit ich genug Zeit habe, um Doppelsonnenblumen zu pflanzen. Und da kommt schon zwei weitere Zombies. Ich streite euch. Die Zombies kommen so schnell. Da kommt schon mal der erste Backschau hin. Da kommt schon das erste Nusschen. Ja. Die andere Sache kann den Stinktagpflanzen laufen. Oh, hier sind schon mal die Doppelsonnenblumenreihe. Man heißt will. Ich sollte weniger reden. Hör mir mehr den Hintergrundmusik zu. Ach, hallo, da kommt einer mit dem Helm. Tja, der kriegt dann gleich die Schlingtagpflanze vor die Fresse. Nein, der hat die falsche Zombie erwischt. Er hat den falschen Zombie erwischt. Oh, das kann ja nur mir passieren. Los, Nüsschen. Gut. Nüsschen ist gerettet. Da kommt schon die Düngerpflanze zum Einsatz. Zum Einsatz. Das wird heiter. Das wird heiter. Gepuff. Entschuldigung. Die Zombies haben den Kampf. Vor allem nicht mit Düngereffekt. Nein, hat er einfach ein Nüsse weggeangelt. Der konnte halt eben noch mal Dünger rumranzen vor die Nacht. Nein, nicht das Nüsschen. Ach, Menno. Eine riesige Welle von Zombies nähert sich. Oh, schön. Schön. Und wie weit seid ihr bei Plants vs. Zombies 2? Ich bin mit der 7. Welt durch und bin gespannt auf die 8. Welt. Vielleicht Gerüchten, die jemand in die Kommentare geschrieben hat bei Julia, Trin. Soll die 8. Welt die letzte sein, was ich aber nicht glaube. Maria Becker angeschrieben und die hat gesagt, das ist jetzt ein Gerücht sein. Aber nichts sagen dürfen, die Produktion ist. Also es könnte sein, muss aber nicht. Und das kann ich auch nicht erfahren, weil 8. Welt schon Ende sein wird.
Aber da berichten sie schon, ein dritter Teil von Plants vs. Zombies gearbeitet werden. Wir mal sehen, wie der dritte Teil wird. Ob es ein Play, Let's Play wird oder Walkthrough, bis zur Folge Let's Play, wenn es rauskommt. Wer weiß, wer weiß. Also, wenn ich mit der siebten Welt fertig bin und die achte Welt bis dahin noch nicht draußen ist, werde ich Plants vs. Zombies erstmal pausieren und was etwas zeigen. Ich habe schon neben dem GBA Let's Play-Ankündigung von Wingstrap noch ein DS-Spiel. Aber den Entwicklergeräte, bei der Touchscreen verwendet werden muss. Und die Entwickler haben mir erlaubt, da ich das Originalspiel besitze, es auf einen Emulator zu zocken und aufzunehmen. Tja, habe ich auch vorhin mal getestet. Sieht aber nicht so russisch aus, der Ingame-Sound wird nicht aufgenommen. Überhaupt wird nichts aufgenommen, nicht mal mein Gespräch. Mal sehen, ob ich den Ingame-Sound noch irgendwie aufnehmen kann oder nicht. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So, Notepads hat dann eben ohne Ingame-Sound, aber später, da werden sich dann die Leute wieder beschweren. Aber keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Aber es kümmert mich jetzt. Ich muss jetzt mich auf Level 28 konzentrieren, wo ich nur 5 Pflanzen verlieren darf. Ah, ich denke, das darf ich nicht mitnehmen. Ah. Ja, es mir noch ein bisschen reichen. Aber ich gebe jetzt wirklich in Game Geld aus für Dünger, damit ich jedenfalls schon mal einen guten Sonnenstart habe. Und schon mal die guten Pflanzen verwenden kann. 1, 2, 3 und 4. Und mir fehlt nur noch ein Ingame-Money-Pflanze, nämlich den Schnapper, das heißt hier Ingame-Money, echt Geld-Money. Werde ich auch demnächst kaufen. Ups, Kopf herab, ja. Was wollte ich sagen? Ja, den Schnapper wollte ich demnächst kaufen, vielleicht nächsten Monat, hat noch 6 Euro auf meinem iTunes-Account und kostet noch 4 Euro. Was ist das denn? Nur. Mal sehen, ob ich sie überhaupt kaufe. Und mal sehen. Zuerst farme ich die Dias. Für den Horrorball, den mache ich auch noch. 42 Dias. Mal sehen. Ob wir es noch bekommen, die Anzahl an Dias, bevor es jetzt gleich pausiert. Höchstens bei den Pinata-Partys kann ich die noch bekommen. Also komme ich das halt ja auch, meistens 5 Dias am Stück. Aber meistens nicht immer, meistens sind es auch noch 1000 Münzen. Das heißt, 1000 brauche ich. Vor allem habe ich jetzt nur noch. Tja, ich kann mich jetzt nicht aus der Zeit konzentrieren, weil hier die Menge an Zombies kommen. Aber ich kann schon sehen. Circa 99.000, 200.000, aber ich kann schon sehen, dass es bei 99.000 wird. Und habe ich ja noch den wie heißt es? Power Up. Elektro Power Up umsonst. Aber sehen wir mal. Aber bis jetzt haben wir jetzt schön Wassermelone, die macht jetzt Schaden und frieren die Zombies ein. Jetzt mache ich mir mal so auf den Server. Und da kriegt der letzte verbliebene Dünger verblieben. Und da kommen wir schon die Taufe. Oh Gott, oh Gott. Und da kommt schon die Taufe. Oh Gott, oh Gott. Das wird dann Spaß. Aber der Taufe ist angefangen. Ich hab den getan. Er hat den Nüsse neu gemacht. Und somit auch den Dünger verblieben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg mit den Zombies. Sag ich doch, oder 100.000. Oder 100.000. 100.000 Money, 100.000 Money, das wird ein Spaß. Oh Gott, oh Gott. Aber, das ist ein Spaß mit der Welt. Also, so viel zum Thema. Am Ende des Spiels, am Ende der Welt sind nur noch 100 Münzen und durch. Oder 900.000. Das ist doch nochmal 90.000 Münzen, yay. Ich freue mich wahrscheinlich schon. Tja. Das ist auch schon so gut wie fertig. Die Lenkkiste wird den Rest einlegen. Und schon wieder ein Dia. Wow.
Dias, und da kommt die letzte Welle von riesigen Zombies, die große letzte. Du kannst wohl. Ich darf noch drei Freunde verlieren. Oh Gott, oh Gott. Ich opfere den Rasenmäher. Tschüss, die Kopfzi. Und den Rest könnt ihr als Belohnung und die Leckkiste erledigen. Oh, ich wollte da eigentlich noch eine Kiste setzen. Tja. Da kommt dann das hier. Und dann hole ich noch so eine Boeing-Gemelle aus dem Ärmel. Die Zombies haben keine Chance. Die Zombies haben keine Chance. Ja. Und damit wäre das Level geschafft. Und dann schon fast wieder 100.000 Sitzen. War nur fast. Und hiermit bedanke ich mich herzlich beim Zuschauen. Sage danke fürs Zuschauen und nächste Woche kommt, übernächsten Montag, meinte ich, kommt das große Finale des Riesenweltstrands und der Start der Frostbeulenhöhle.